Ja, hallo. Ich zeige Ihnen in diesem Video, wie man ein Word-Dokument formatiert und genau den Vorgaben von Compass folgt. Sie sehen hier, es ist Seite 21 und Seite 27, die Sie beachten müssen. Ich muss leider diese Aufnahme nachvertonen, weil irgendwas nicht geklappt hat. Sie sehen, hier halte ich zwar den Kompass Ihnen entgegen, aber der Ton stimmt jetzt in diesem ersten Segment nicht ganz überein. In der zweiten Hälfte des Videos wird es dann klappen. Dieses Word-Dokument, das ich hier formatiere, das erhalten Sie auch in der Beilage. Also Sie können dann später darauf zugreifen und sich all das ansehen, was ich jetzt hier direkt in Word Ihnen vorführe und was ich hier gemacht habe. Wenn Sie den Kompass aufgeschlagen haben, dann ist es auch nicht mehr nötig, dass Sie das hier sehen. Deshalb lösche ich das weg. Ich habe die Gliederung jetzt genau auch von diesem Kompass übernommen und all diese einzelnen Einträge von dieser Gliederung stehen jetzt da, die Sie dafür benötigen. Sie sehen, hier habe ich diese Enterzeichen eingeschrieben. Gesetz. Sie sehen das dann gleich. Also ich nehme die jetzt weg und jetzt kommen sie wieder. Das sind diese blauen Zeichen, die anzeigen, was man nicht sieht, wenn man es ausdruckt, aber was trotzdem im Hintergrund da ist. Und die Regel, die ist eigentlich ganz einfach. Es darf nie zwei Zeichen, wie sie jetzt markiert sind, hintereinander haben. Das ist nicht ideal, wenn Sie das haben. Das heißt, Sie müssen eigentlich immer, wenn Sie zwei solche Zeilenabstände oder jetzt füge ich dann gleich zwei Leerschläge ein, wenn Sie solche zwei Leerschläge hintereinander haben, dann heißt es, Sie haben etwas nicht ganz sauber so gemacht, wie Sie es eigentlich hätten machen sollen. Es gibt eine elegantere, eine richtige Lösung dafür und im Verlauf dieses Videos werde ich Ihnen zeigen, was jeweils die richtige Lösung ist für diese Fragestellungen oder für diese Probleme sind. Jetzt geht es darum, das Titelblatt grenzen wir jetzt mal ab. Ich füge einen Seitenumbruch ein. Jetzt sehen Sie, jetzt ist hier kein Zeichen mehr doppelt vorhanden. Die Titelseite bleibt soweit leer. Die formatieren wir auch nicht wirklich. Das können Sie dann alles selber machen. Sie wissen, wie Sie Grafiken in ein Word-Dokument einfügen können, wie Sie eine schöne Titelseite formatieren können. Es reicht einfach, sie mit dem Seitenumbruch dann abzugrenzen. Und Sie müssen diesen Seitenwechsel auch nicht manuell gestalten. Ich füge jetzt hier gleich noch ein paar Zeilenabstände ein. So haben Sie das vielleicht früher gemacht, als Sie Word noch nicht verstanden haben, einfach bis dann die nächste Seite gekommen ist. Und sobald Sie was änderten, mussten Sie wieder Leerschläge wegnehmen. Das machen wir nicht so, sondern wir fügen wirklich, wir arbeiten mit Seitenumbrüchen ganz sauber, dann haben wir dieses Problem nicht. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen, wie Sie ein automatisches Inhaltsverzeichnis einfügen. Und dazu müssen Sie lernen, wie man Formatvorlagen verwendet. Es gibt zwei Wege, wie Sie das machen können. Bei Format, Formatvorlage, also Format, dann Formatvorlage. Oder wenn Sie dort oben rechts sehen, Sie auf den Bereich Formatvorlagen klicken, dann können Sie Formatvorlagen definieren und Formatvorlagen auf Überschriften anwenden. Das ist jetzt Überschrift 1. Das wird jetzt auf Vorwort angewendet. Das ist jetzt also von jetzt an formatiert wie Überschrift 1. Und diese Formatierung hilft uns, dass wir dann später ein automatisches Inhaltsverzeichnis auch einfügen können. Dasselbe machen wir jetzt mit der Einleitung. Die wird ebenfalls als Überschrift 1 formatiert. Die Fragestellung, die lassen wir mal drin, weil später werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die einfügen können. Dann kommt der Hauptteil. Das ist eine Überschrift, die wir später nicht verwenden werden, sondern Sie werden im Hauptteil dann eigene Überschriften einfügen für die Aussagen und die Kapitel, die Sie dort vornehmen. Es gibt kein Kapitel, das Hauptteil heißt, sondern die Kapitel bilden den Hauptteil. Deshalb formatiere ich es nicht. Ich formatiere das Schlusswort, das in Ihre Arbeit, reingehört. Nehme immer die überflüssigen Leerschläge raus, formatiere das Quellenverzeichnis, die Selbstständigkeitserklärung,
In dieser Schule ist es eigentlich üblich, dass die Selbstständigkeitserklärung ganz vorne steht, aber grundsätzlich spielt das keine Rolle und ich verwende jetzt hier einfach die Vorgehensweise von Bruno, die Selbstständigkeitserklärung Anschluss nimmt. Die Reflexion gehört nicht in die Arbeit rein, das ist ein separates Lernjournal oder Projektjournal, das Sie auch bei dieser ersten wissenschaftlichen Arbeit gar nicht führen müssen. Und der Anhang, der gehört da rein, da kommen Interviews oder Daten oder ganz allgemein Materialien rein, die nicht in der Arbeit selber Platz finden, die aber wichtig sind, damit man versteht, wie die Arbeit funktioniert und wie sie zu ihren Erkenntnissen gekommen sind. Wir haben jetzt all diese Überschriften formatiert und jetzt ist es möglich, das Inhaltsverzeichnis einzufügen. Wir machen jetzt das auch noch mit dem Inhaltsverzeichnis, wie diesem Wort selber. Das definieren wir jetzt auch als Inhaltsverzeichnis. Und jetzt sehen Sie, wie das Inhaltsverzeichnis eingefügt wird bei Einfügen, Index und Verzeichnisse. Jetzt sehen Sie, der zweite Menüpunkt sind Inhaltsverzeichnisse. Es gibt verschiedene vordefinierte Möglichkeiten, wie man das Inhaltsverzeichnis formatieren könnte. Sie können das dann alles selber auch noch genauer definieren und wir wählen jetzt eine eher klassische Variante, die für so eine auch eher klassische Arbeit auch geeignet ist. Und Sie sehen, automatisch jetzt sind all diese Überschriften sind übernommen worden als Einträge im Inhaltsverzeichnis und bei allen steht Seite 2, weil wir auch bisher nur die Seite 2 gefüllt haben. Wenn wir jetzt den Hauptteil doch noch als Überschrift formatieren, um zu zeigen, was dann passiert, dann können wir das Inhaltsverzeichnis aktualisieren mit Rechtsklick. Gehen Sie auf Felder aktualisieren. Und dann können Sie auswählen, ob Sie nur die Seitenzahlen aktualisieren wollen oder das ganze Verzeichnis. Wir aktualisieren das ganze Verzeichnis. Und Sie sehen, jetzt ist der Hauptteil auch eingefügt worden, ebenfalls auf der Seite 2. Und das passiert mit jeder Formatvorlage, bei der Sie Überschrift 1 oder Überschrift 2 verwenden. Sobald Sie das Inhaltsverzeichnis aktualisieren, erscheinen diese Überschriften dann dort. Also Sie müssen das nicht selber machen und das Inhaltsverzeichnis selber nachführen, sondern Word macht das alles automatisch. Ganz generell, wir machen alles, was irgendwie möglich ist, es automatisiert zu machen, machen wir automatisch und das alles erfahren Sie in diesem Video. So, in einem nächsten Schritt geht es darum, die Kopf- und Fußzeilen zu formatieren. Sie sehen, es ist Ansicht, Kopf, Fußzeile. Die Angaben finden Sie im Kompass auf Seite 28, was da hinkommt. Und wenn ich bei Ansicht, Kopf, Fußzeile das angewählt habe, dann komme ich unter in die Fußzeilen oder in die Kopfzeilen. Und im Kompass steht jetzt auf Seite 28, dass das Vorname und Nachname, dass er da unten links hin sollte. Natürlich steht da nicht Vorname, Nachname, sondern Ihr Vorname und Ihr Nachname. Und wir wählen jetzt eine Schriftart. Im Kompass gibt es bei den Angaben zur Formatierung verschiedene Schriftarten, die man auswählen kann. Times New Roman, Garamond, Arial sind so die Auswahl. Und wir wählen jetzt dann gleich mit Garamond eine Schriftart, die Serifen hat. Serifen sind kleine Striche oben und unten an den Buchstaben und diese Striche erleichtern den Lesefluss. Es ist einfacher, eine Art Linie im Schriftbild zu haben. Also ich gehe jetzt hier zurück auf Start, kann dann dort die Schriftart wählen und wähle im Menü Garamond und nehme jetzt hier einfach die Standardschriftart und im Kompass steht auch, dass die Schriftart in der Fußzeile etwas kleiner sein soll. Wir wählen jetzt hier Schriftgröße 10 dafür. Dann sehen Sie, dass in dieser Fußzeile schon Tablaturen definiert sind. Also es steht
Es ist, ein Text ist linksbündig, einer ist zentriert und ein Textfeld ist rechtsbündig. Und das nutzen wir jetzt aus, um dann rechtsbündig die Seitenzahl hinzuschreiben. Und das machen wir wie folgt. Wir fügen ein Feld ein, das diese Seitenzahl enthält, bei Einfügen und dann recht weit unten Feld. Nein, das war jetzt das Falsche, was ich hier gewählt habe. Wir es dann gleich nochmal einfügen. Dann ganz unten Feld, nicht Textfeld, sondern Feld. Und dann habe ich hier verschiedene Kategorien von Feldern, die ich auswählen kann. Das werden Sie jetzt mehrmals sehen. Und ich wähle dann hier Page Number, muss das heißen. Und hier muss mein altes Ich, das das zuerst aufgenommen hat, ein bisschen suchen. Aber wir trauen Sie ihm zu, es wird es finden. Das heißt nicht Page Number, das heißt nur Page. Jetzt ist es tatsächlich eingefügt. Und ich kann da vorne hin noch Seite hinschreiben, damit das dann tatsächlich auch Seite 2 da heißt. Das kommt jetzt gleich. Das sehen Sie. Und mit diesen Feldern kann ich jetzt auf alle möglichen Arten spielen. Also alles, was in diesem Dokument irgendwie gezählt oder worauf verwiesen werden kann, kann ich als Feld einfügen. Wir fügen jetzt hier gleich noch die Gesamtanzahl der Seiten im Dokument ein. Also wir haben jetzt Seite 2 von, jetzt wenn wir es richtig einfügen, wieder über Einfügen Feld, kommt die Gesamtzahl der Seiten im Dokument. Sie sehen auch, das müssen Sie nachschlagen, wie das genau heißt. Es heißt nämlich, tada, es kommt gleich, Number Pages, Num Pages, und Sie sehen, jetzt heißt es Seite 2 von 2, und wenn wir jetzt dann gleich einen Seitenumbruch einfügen, dann sehen Sie, dass das diese Zahl auf 3 wechseln wird, weil jetzt das Dokument 3 Seiten hat. Und wir wechseln jetzt in die Kopfzeile. Wiederum, wenn Sie dahin wechseln wollen, Ansicht, Kopf-Fußzeile, und dann können Sie in diese Bereiche klicken. In der Kopfzeile sollte nach Kompass der Titel der Arbeit und die Überschrift des jeweiligen Abschnitts stehen. Und Sie sehen jetzt hier, ich habe die Leiden des jungen Werther neben mir liegen, deshalb nehmen wir mal an, dass wir eine Arbeit über die Leiden des jungen Werther schreiben. Das formatieren wir wiederum mit der Schriftart Garamond, 10 Punkte groß. Das geht jetzt schneller, weil die Schriftart schon angewählt ist. Genau, und 10 Punkte. Und jetzt kommt in einem nächsten Schritt dann die schwierige Aufgabe rechts, tatsächlich den Abschnitt, die Abschnittüberschrift einzufügen. Wie das geht, erfahren Sie gleich. So, ich zeige Ihnen jetzt, wie man hier auf der rechten Seite der Kopfzeile den Abschnitttitel einfügen kann. Also ich gehe hier auf Feld oder auf Einfügen Feld, wähle hier dann, das ist jetzt nicht ganz intuitiv, Style Ref. Das heißt, es ist ein Bezug auf eine Formatvorlage, die Sie jetzt hier rechts sehen. Also ich gebe den Text einer bestimmten Formatvorlage aus mit diesem Feld, kann jetzt hier auf Option gehen. L bedeutet, Word beginnt von unten der Seite zu suchen und nimmt dann die unterste dieser Formatvorlagen. Das ist für unsere Zwecke jetzt genau das Richtige. Wir fügen das ein und Formatvorlage müssen wir auch auswählen. Also ich habe jetzt hier Doppelklick auf dieses L gemacht. Das braucht es. Und die Formatvorlage, die wir haben wollen, ist Überschrift 1, weil damit haben wir jetzt schon gearbeitet. So, also Sie sehen, das ist ein relativ komplizierter Code. Sie sind dann schon fast Programmiererin oder Programmierer, wenn Sie das benutzen. Füge es jetzt ein. Chuck. Und Sie sehen, jetzt ist es hier Anhang. Und wenn ich jetzt hier aber sage, ja gut, aber eigentlich möchte ich vor dieser Einleitung, das sollte ja alles auf einer Seite stehen, also ich füge jetzt hier normaler Umbruch, einen Seitenumbruch ein.
steht hier jetzt Vorwort, Vorwort X sogar, weil hier irgendwie ein X dazugekommen ist. Und genauso wollen wir es ja eigentlich haben. Also vielleicht müsste dann sogar das Inhaltsverzeichnis auf einer Seite stehen und ich mache Einfügen, Umbruch, Seitenumbruch. Und dann steht jetzt hier schön Inhaltsverzeichnis oben. Und ja, Titelblatt, dann hier Inhaltsverzeichnis auf dem nächsten, dann Vorwort. So, das wäre es mit Kopf- und Fußzeilen. Also Sie sehen, ich nehme dieselbe Schriftart, die ich für den Haupttext nehme, oben und unten. Ich füge in der Kopfzeile möglicherweise den Titel der Arbeit, den Titel des Abschnitts ein, in der Fußzeile Vorname, Nachname und auf der rechten Seite die Seitenzahl. Mehr braucht es nicht. Also die Schule und alles andere können Sie weglassen. So, jetzt kommt die Formatierung des Textes. Also hier möchten Sie ja dann tatsächlich das Vorwort schreiben. Ich sage Ihnen kurz, was Grunold vorschlägt, was im Vorwort stehen sollte, was nämlich da stehen soll. Schreiben Sie das Vorwort, schreiben Sie, sobald das konkrete Thema festgelegt ist. Es ist der einzige Teil der Arbeit, den Sie aus einer persönlichen, subjektiv gefärbten Perspektive schreiben. Also, ich beginne. Also, was ich jetzt geschrieben habe, ist inhaltlich nicht das perfekte Vorwortmaterial. Es ist ein kleiner Scherz da drin. Und jetzt nehme ich hier wieder eine Formatvorlage, die heißt Standard. Klicke da doppelt drauf. Jetzt ist das ist Standard formatiert und diese Formatvorlage, die ändere ich jetzt. Warum ändere ich sie? Weil ich folge wiederum den Anweisungen von Brunold, wie so eine Schriftart gewählt werden sollte. Also wir brauchen nämlich, das ist Seite 27, wir brauchen wieder unsere Schriftart, die ist nämlich Garamond. Er sagt, es sollte Schriftgröße 12 sein. Das ist richtig. Dann heißt es weiter, richten Sie Ihren Text als Blocksatz aus. Also hier Blocksatz und aktivieren Sie die automatische Silbentrennung. Das kann ich jetzt nicht hier machen. Ändern Sie dazu zwingend die Formatvorlage Standard. Also ich habe jetzt die Formatvorlage Standard so geändert, dass sie Garamond 12 ist. Und jetzt ist die Frage noch, wie formatiere ich den Absatz? Jetzt habe ich nämlich, also ich lasse mal die Schriftart zu. Und Sie sehen, jetzt hat sich die Schriftart geändert. Jetzt kann ich hier bei Standard noch den Absatz ändern. Zeige ich Ihnen auch gleich. Nämlich Format hier Absatz. Und jetzt, was sagt er? Von nach, es sollte nach Kapitelüberschriften sollten zwei Zeilen betragen, nach Unterkapitel und Grafiken eine Zeile. Der Zeileabstand sollte zwischen 1 und 1,5 liegen. Absätze sollte mindestens 5 Zeilen umfassen. Also, ich mag es, wenn der Zeilenabstand etwas größer ist, 1,5. Und ich finde auch zwischen den Absätzen sollte ein genügend großer Abstand vorhanden sein. Mache hier OK und mache hier auch OK. Und Sie sehen, jetzt habe ich gewissen Abstand hier drin und das lässt sich auch wirklich gut lesen, sieht frisch aus aus meiner Sicht. Dasselbe kann ich auch hier machen. Also ich gehe jetzt auf Überschrift 1, Formatvorlage ändern, gehe hier auf Absatz und wähle hier nach, vielleicht ja, wähle ich auch 20 Punkte, das ist okay. So, und habe die Überschrift 1 geändert. Jetzt die Überschrift 1 muss nicht Garamond sein, die ist jetzt in diesem Fall Calibri und das ist auch okay, weil Überschriften eigentlich nicht Serifenschriften sein sollten. Das heißt, Schriftarten, die diese kleinen Striche da unten nicht haben, die Hauptschriftarten sollten aber Serifenschriftarten sein. Jetzt haben wir die Formatvorlagen so eingerichtet. Noch einmal, wenn Sie das hier wegmachen, dann sehen Sie es nicht mehr, dann können Sie schreiben. Wenn Sie hier draufklicken, können Sie die Formatvorlagen zugreifen. Wenn Sie jetzt hier weiterschreiben, also ich schreibe jetzt mal einfach, also der Einfachheit halber kopiere ich mal was von hier. So, Internet dürfen Sie natürlich nicht machen, aber ich kopiere jetzt mal was aus dem Internet. Mach
die Nummerierung weg. So. Und jetzt finde ich aber, okay, das möchte ich eigentlich so formatieren wie hier oben. Jetzt machen Sie es nicht mehr so, dass Sie hier oben mühsam alles einstellen, sondern Sie gehen hier direkt auf Standard, klicken da drauf und zack, ist jetzt alles als Standard formatiert und das Problem ist soweit gelöst. Also das passiert automatisch. Jetzt sehen Sie, hier sind ein paar Dinge fett gedruckt. Fett drucken tun Sie nur sehr ausgewählte Dinge. Das ist eigentlich nicht üblich, dass man Dinge fett druckt, außer Sie müssen wirklich etwas hervorheben. Aber hier oben haben wir ein Problem. Goethes Die Leiden des jungen Werther. Titel. Also entweder schreiben Sie den Titel in Anführungs- und Schlusszeichen, und zwar so. Und Sie sehen jetzt automatisch ergeben sich die richtigen Schlusszeichen. Also das sind zwei Neunen und zwei Sechsen. Das ist schön und richtig so. Oder Sie machen die Guilleme, die dann so aussehen. Das wäre die deutsche Version. Jetzt die Schweizer Version geht so. Und wenn Sie nicht wissen, wo Sie die finden, dann müssen Sie kurz nachschlagen, was die Tastenkombination ist. Das wären Anführungs- und Schlusszeichen, die Sie verwenden sollten. Also diese beiden Versionen sind möglich. Ich lasse es mal so noch drin. Und die andere Möglichkeit wäre, dass Sie den Titel einfach kursiv setzen. So. Dann können Sie die Anführungszeichen auch wegmachen. Also das ist die Art, wie man einen Titel eines Werkes formatiert, damit man merkt, das ist tatsächlich auch ein Titel. Gut, dieses Vorwort sieht schon einmal sehr okay formatiert aus. Also es ist kein besonders gutes Vorwort, aber es ist so formatiert, wie es sein sollte. Und wir können noch kurz bei der Einleitung uns eine Eigenschaft ansehen, was ich Ihnen noch zeigen wollte. Das ist jetzt schon die nächste Seite nehme ich an. So, da steht nämlich auf der Seite 23, dass Sie die Fragestellung hervorheben sollen. Und das können wir jetzt auch gleich definieren. Also die Einleitung ist, was steht denn in der Einleitung? Was sagt Kuhnau dazu? Er sagt, thematische Heranführung an die Problemstellung. Also, irgendwie so, ich füge da ran. Jetzt wissen Sie schon, ich muss Titel kursiv setzen und so weiter. Also da kommt dann irgendwie bla, 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 so. Und dann irgendwann kommt die Fragestellung. Und die Fragestellung lautet, ist der Roman das ist Ihre Hauptfragestellung oder jetzt meine. Sie haben sie ja nicht, Sie haben dann eine und diese sollten Sie jetzt hervorheben. Jetzt können wir hier mal Hervorhebung verwenden. Also das ist jetzt kursiv gedruckt. Vielleicht finden wir sogar, wir wollen es fett drucken, damit man das wirklich gut sieht und Sie können das Ganze auch einrücken, nämlich so. Wofür verwenden Sie diese Einrückung auch noch? Also das wäre die Fragestellung, vielleicht fügen wir das auch noch kurz hinzu, damit Sie das dann später sehen. Fragestellung. So, also die ist fett ausgedrückt und das heißt, wenn das jemand liest, wenn jetzt Ihre Expertin oder Experte die Arbeit auch nur oberflächlich liest, diese Fragestellung werden Sie hundertprozentig finden und Sie denken auch auf jeden Fall daran, die Fragestellung tatsächlich in Ihre Arbeit einzuschließen. Jetzt haben wir wiederum vergessen, das wirklich kursiv zu setzen. So, wunderbar. So ist es richtig. Was rücken Sie auch noch ein? Das sind Zitate. Wir schauen mal, wo hier Zitate vorkommen. Das gibt es noch gar nicht. Also machen wir noch gleich eine neue Formatvorlage. Also ich zitiere jetzt mal was aus Die Leiden des jungen Werther.
Um mal einen Start zu machen, nehme ich mal hier die Standardformatierung. Und jetzt merken wir vielleicht, okay, Zitate möchte ich so einrücken. Ich möchte den Zeilenabstand etwas verringern, damit sie etwas kompakter sind. Ich nehme jetzt hier nämlich nur noch 1,2, so mache vorher noch einen etwas größeren Abstand, damit die wirklich gut eingerückt sind. Und jetzt nehme ich vielleicht die Schrift halt noch zwei Punkte runter. Jetzt ist es so. Und mache jetzt daraus eine neue Formatvorlage. Und der sage ich jetzt eingerücktes Zitat. So. Jetzt, was passiert? Das ist hier jetzt, taucht jetzt hier auf. Das heißt, sobald Sie wieder ein Zitat einfügen, können Sie hier auf eingerücktes Zitat klicken und Sie können automatisch jetzt hier dieses Zitat einfügen. Jetzt, also das ist langes Zitat. Kurzes Zitat ist einfach, das muss ich Ihnen nicht erklären, das ist einfach Anführungs- und Schlusszeichen, langes Zitat einrücken, vielleicht etwas kleiner drucken, kleinerer Zeilenabschnitt, dann sieht man auch gleich, ah ja, das ist jetzt ein Zitat und danach geht es dann so weiter. Also, Sie können mit diesen Formatvorlagen ganz viele, Sie können auch Listen formatieren und so weiter. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht. Wenn Sie die Mechanik verstanden haben, können Sie alles ganz selber machen. Und ich füge jetzt hier noch natürlich eine Fußnote ein, weil ich muss ja angeben, woher das ist. Also einfügen, Fußnote. Jetzt ganz viele komplizierte Dinge. Im Normalfall ist das schon alles sehr vernünftig formatiert. Ich schaue mal, wie es aussieht. Jetzt gebe ich hier ein, vielleicht eine kurze Version. Goethe. Mal schauen, von wann meine Ausgabe ist. Das ist von 2016. Das gebe ich dann alles hinten noch ganz richtig ein, aber ich mache jetzt mal hier 2016, Komma, Seite 73. Von dort stammt das nämlich, auch wenn ich es jetzt aus dem Internet kopiert habe, das steht alles genauso in meiner Ansicht drin. Jetzt merken Sie hier unten, wenn Sie das jetzt ansehen, vielleicht nicht ganz so hübsch, dass die Fußnoten, dass das hier direkt so aufeinander folgt. Dann können Sie hier das Ganze noch etwas runterziehen. Mal schauen, was jetzt passiert. Nee, das geht doch nicht. Also dann müsste ich hier kurz reinklicken und dann mache ich jetzt hier wieder ein Format Absatz. Abstand vorher füge ich jetzt mal 10 Punkte ein. Das heißt, jetzt ist die Fußzeile nach unten gerückt und auch wenn Sie noch weitere Fußnoten einfügen, gibt es hier immer einen Abstand. Und jetzt haben Sie bemerkt, also wenn ich jetzt hier diese erste Fußnote habe, das ist jetzt Nummer 1 geworden und jetzt möchte ich hier vielleicht noch zur Fragestellung eine Fußnote einfügen. Also wiederum einfügen, Fußnote. Jetzt gebe ich hier für die Inspiration zu dieser Fragestellung danke ich meiner Tante Amalia, mit der ich intensive Gespräche über Wörter geführt habe. Über den Wärter, das ist dann wieder ein Titel, machen wir wieder kursiv. Super. Und jetzt merken Sie, ah ja, wunderbar, jetzt ist diese zweite Fußnote ist jetzt automatisch zu Nummer 2 geworden. Also Sie müssen die Fußnoten selber nicht zählen, sondern das funktioniert dann automatisch so. Sobald Sie eine einfügen, wird das, also wenn Sie jetzt hier eine einfügen würden, jetzt dreimal raten, was wird das wohl für eine Nummer und was passiert mit den anderen Nummern? Und Sie haben sehr richtig geraten. Diese Nummer bleibt Nummer 1, das hier wird Nummer 2 und das hier unten wird Nummer 3. Und schauen Sie selber, was passiert. Tatsächlich 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genau.
Ich nehme die wieder raus, weil die braucht es ja gar nicht. Also so einfach geht es mit Fußnoten. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Wir schauen uns noch an, wie wir sie jetzt den Hauptteil formatieren. Also wir haben jetzt die Einleitung abgeschlossen. Der Hauptteil besteht vielleicht aus Abschnitten, die wiederum kleinere Unterabschnitte enthalten. Also wir wollen vielleicht zuerst sagen, Entstehung von diesem Briefroman. Also. Ich schreibe jetzt mal irgendwas hin, so. Auch wieder, man kann sich fragen, wie wertvoll das jetzt inhaltlich ist, aber es ist mal so ein kleiner Einleitungssatz. Ich wähle hier wieder die Standardschrift, Standardformatierung. Ich glaube, das ist auch so auch formatiert. Und das könnte dann noch weitergehen. Also ich mache hier noch bla bla bla. Das geht jetzt alles noch weiter. So, das ist jetzt ein Unterabschnitt. Also das heißt, Entstehung des Romans ist der ganze große Abschnitt und das ist jetzt ein Unterabschnitt zu diesem Abschnitt und verwende ich Überschrift 2. Also das ist jetzt ein bisschen kleiner gedruckt und ich kann Ihnen jetzt noch was weiteres zeigen, nämlich Sie könnten jetzt das tatsächlich auch noch nummerieren, wenn Sie Lust drauf haben. Also wir gehen hier wieder Formatvorlage ändern. Und können hier jetzt auf Nummerierung klicken, Format Nummerierung, wählen Nummerierung so, erstens, zweitens, drittens. Meistens ist das alles schon gut eingestellt. Chuck, es ist jetzt erstens. Jetzt ist noch ein bisschen eingerückt, können sich überlegen, wollen Sie das eingerückt haben oder nicht. Das können wir auch gleich wieder rückgängig machen, wenn uns das nicht gefällt. Formatvorlage ändern. Format Absatz. Jetzt ist es hier hängend, also wir wählen hier jetzt, es ist nicht hängend und es ist ohne. So, okay, und jetzt ist es so geworden. Also wir haben tatsächlich, habe ich jetzt zu viel geändert, weil eigentlich hätte ich diesen Tabulator, der ist jetzt zu groß, dieser Zwischenraum. Hier oben hat es nichts. Also ich habe jetzt das zweimal rausgenommen, das haben Sie wahrscheinlich gemerkt. Formatvorlage ändern. Und es ist Format Absatz. Und tatsächlich hätte ich jetzt hier hängend nehmen sollen, so um, was war das, 0,63 sowas. Sehen Sie, jetzt ist es wunderbar richtig geworden. Also wenn Sie hier reinklicken, Sie sehen jetzt hier oben, dieses Kästchen ist jetzt hier am richtigen Ort. Das sieht wunderbar aus. Und jetzt hier geht es natürlich wieder weiter. Also ich kürze ab, da steht dann was und dann kommt, ich kopiere das jetzt einfach mal und mache eine weitere Überschrift 2 und dann Goethe, die Gespräche mit Eckermann. Wiederum schreiben wir da was. Berichte von Zeitgenossen Goethes und so weiter. Und das wäre jetzt der erste Teil des Hauptteils. Also ich kann das hier jetzt auch noch kurz einfügen, dass das deutlich wird. Das wäre jetzt hier der Hauptteil. Und jetzt habe ich hier weitere Titel eingefügt. Sie fragen natürlich, ja, was macht das jetzt? Ich speichere mal, das ist ohnehin immer gut. Und zwar können vielleicht auch zeigen, speichern Sie nicht nur speichern, sondern dazwischen auch Datei speichern, Kopie speichern oder speichern unter, so dass Sie an verschiedenen Orten das gespeichert haben. Also speichern Sie eine Version
auf der Cloud der Schule, speichern Sie eine Version auf Ihrem Rechner, speichern Sie eine Version, vielleicht haben Sie noch Dropbox oder Google Drive, also an drei Orten Dokument gespeichert zu haben, nichts ist ärgerlicher, als wenn Sie es nicht richtig gespeichert haben. Aber Ihre Frage, bevor ich jetzt Sie unterbrochen war, Ihre Frage war, wie verändert das das Inhaltsverzeichnis? Und das möchte ich Ihnen auch gleich zeigen. Gut, dass Sie fragen. Ich drücke hier noch einmal auf Felder aktualisieren. Ganzes Verzeichnis aktualisieren. Und was passiert? Sie sehen, diese Punkte sind jetzt hier bei Entstehung des Romans eingefügt worden, weil wir das mit Überschrift 2 formatiert haben. Ich persönlich mag nicht zu tiefe Nummerierungen. Also ich finde, die Hauptkapiteltitel brauchen keine Nummerierung und dann können die Überschrift 2 kann nummeriert werden. Wenn Sie wollen, können Sie auch eine Überschrift 3 einfügen. Die kann dann auch die Nummerierung 1.1 bekommen. Das ist durchaus möglich, wenn Sie das mögen, aber halten Sie es einfach. Das wäre so mein Tipp dafür. Jetzt kommen wir noch so zu den letzten Punkten. Und zwar geht es jetzt noch um die Quellenangabe und das wäre dann eigentlich schon der Schluss dieser kleinen Formatierungsübung. Ich füge das jetzt hier ein und bin gleich wieder zurück. Ich muss mal kurz unterbrechen. Zum Schluss zeige ich Ihnen noch den Umgang mit Quellen und mit Abbildungen. Also ich beginne zuerst mit dem Quellenverzeichnis. Jetzt, wenn ich hier oben das Menü Referenzen wähle, also Sie sehen normalerweise bin ich hier bei Start, jetzt gehe ich auf Referenzen. So. Dann kommt ein recht komplexes Menü, wo Sie auch das Inhaltsverzeichnis managen könnten. Und hier könnte ich jetzt hier Zitat einfügen. Die Übersetzung ist etwas wackelig, eigentlich ist es ein Werk einfügen. Also was ich jetzt hier einfüge, ist, ich gebe den Namen ein, also Goethe, Johann Wolfgang, so heißt er. Der Titel ist Die Leiden des jungen Werther. Der Ort ist Stuttgart. Der Verlag ist Reclam. Und das Jahr ist, was habe ich gesagt, 2015. So, 2016 tatsächlich. Ich gebe das jetzt so ein. Jetzt gibt es sogar einen Quellentyp dafür. Und ich könnte hier jetzt noch weitere Fenster angeben. Also ich könnte zum Beispiel auch den Herausgeber noch hinzufügen und so weiter, welche Band es ist. Das lasse ich jetzt für den Moment alles weg. Ich kann auch unterschiedliche Quellentypen definieren, also eine Website, ein Buch, Artikel in einem Magazin. Das müssen Sie jetzt alles machen, wenn Sie das richtig machen. Ich habe jetzt ein Buch. Ich mache es jetzt in der Kurzübersicht, füge das jetzt ein. Und jetzt habe ich eigentlich die Möglichkeit, also hier oben hätte ich jetzt schon das so machen können, in diese Fußnote könnte ich jetzt hier einfach hier über Zitate gehen. Dann habe ich jetzt hier meine Quellen und ich kann jetzt verschiedene Formate wählen. Ich habe jetzt APA, ich könnte Chicago wählen, dann sieht es so aus. Auch Goethe 2016, ich könnte Harvard wählen. Wie sieht es dann aus? Doppelklick. Ebenfalls so. Also Sie können da ein bisschen damit rumspielen. Das sind jetzt Felder, die automatisch generiert werden. Also hätten Sie hier schon so die Möglichkeit, das automatisiert zu machen, wenn Sie diese Werke erfasst haben. Und wenn Sie die Werke erfasst haben, also dann müssen Sie hier jeweils gar nicht mehr wirklich daran denken, wie Sie es machen. Sie haben nämlich hier alle Werke, die Sie zitieren, aufgeführt, indem Sie Zitat einfügen machen. Und jetzt wird es noch viel besser. Hier Quellenverzeichnis. Das ist oft sehr mühsam. Wie machen Sie das? Wir machen es jetzt so. Wir fügen jetzt hier einfach ein Literaturverzeichnis ein. Hier gibt es verschiedene Varianten. Ich nehme jetzt mal das da. Das finde ich super. Literaturverzeichnis 2. Sie sehen, unser Literaturverzeichnis ist automatisch erstellt. Ich habe nämlich zwei Werke bisher zitiert. Die stehen jetzt da. Das Ganze ist jetzt hier
Also es heißt jetzt Literaturverzeichnis 2, das können Sie noch entfernen. Dann können Sie oben auch Quellenverzeichnis rausnehmen. Das Ganze ist automatisch generiert worden. Das sind Felder. Sie können schon auch reinschreiben, aber Sie müssen eigentlich an gar nichts denken. Wenn Sie jetzt merken, ich habe hier einen Fehler gemacht, eigentlich heißt er gar nicht Eckermann, sondern heißt Eckermann, ich muss ein N rausnehmen, dann können Sie hier diese Zitate natürlich auch managen und dann das hier verändern. Dann ändert es auch in allen diesen Literaturverzeichnisarten. Gut, das wäre die Idee gewesen, wie Sie automatisch ein Literaturverzeichnis machen. Jetzt wollen wir noch ein Bild einfügen zum Schluss. Dann suchen wir mal ein gutes Bild von Goethe. Klicke drauf, das sollten Sie immer machen. Also dann kopiere ich es mal. Füge es hier ein. Und jetzt kann ich mit Rechtsklick draufklicken, Beschriftung einfügen. Jetzt kommt automatisch Abbildung 1. Ich habe gar nichts eingegeben. Und ich gebe jetzt hier ein, was hier vielleicht steht. So heißt er, das heißt, vielleicht nehme ich nur den Nachnamen. So. Ich gebe noch die Jahrzahl ein, 1775. Es ist eine Abbildung, keine Formel, Position unter dem Nummerierung. Das ist okay, 1, 2, 3. Jetzt werden jeweils die Abbildungen so formatiert und ich füge das ein und habe hier wunderbar Abbildung 1. Könnte hier noch Abstände einfügen, das geht schon so. Ist das hier als Abbildung 1 eingefügt und das bleibt jetzt hier auch unten hängen. Ich kann es auch formatieren und zum Schluss können Sie jetzt hier natürlich auch noch zu den Quellenverzeichnissen springen. Also wir machen jetzt hier Quellenverzeichnisse und jetzt fügen wir hier einfügen Index und Verzeichnisse. Wir haben jetzt schon ein Literaturverzeichnis eingefügt. Jetzt fügen wir ein Abbildungsverzeichnis ein. Machen auch wieder, was machen wir elegant oder nehmen wir mal klassisch? Nein, von Vorlage, genau. Okay. Und Sie sehen, das hier ist das Abbildungsverzeichnis, das auch automatisch generiert worden ist, weil ich die Abbildung automatisch generiert habe. Ich müsste hier einfach noch einen Titel einfügen: Abbildungsverzeichnis. Verzeichnis und das ist dann vielleicht sinnvollerweise in den Bereich Formatvorlagen. Nehme hier so diese Überschrift oder ich nehme Überschrift 1 vielleicht so und hier auch Überschrift 1. Wunderbar. So, das wäre es gewesen. Also so fügen Sie Abbildungen ein. Dasselbe machen Sie auch mit Tabellen. Das überlasse ich dann Ihnen. Also grundsätzlich nichts selber machen, sondern alles automatisieren, was bei Word automatisiert werden kann. Diese Vorlage stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung, dass Sie damit arbeiten und rumspielen können. Machen Sie sie zu Ihrer eigenen Vorlage. Also versuchen Sie hier auch Ihr Stilbewusstsein auch einzubringen. Aber bitte halten Sie sich an all das, was jetzt im Kompass drinsteht. Ich habe Ihnen das meiste gezeigt. Es stehen ein paar weitere Hinweise drin, die Sie genau durchlesen sollten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.